So, ich werde mal so einen kleinen Soundtest machen. Und zwar ist hier dieser Elektrozaun, der macht ganz minimal diese Geräusche. Die hört man nur, wenn man auch wirklich genau hinhört. So, vielleicht hat man sie gehört, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur die Autos mehr. Man weiß es nicht, man munkelt. Mal schauen. So Schritte, irgendwelche Klappgeräusche oder sowas kann ich erst herausfinden, wenn ich es mir am PC anschaue. Aber ich denke mal, dass diese Rückseite mit den Schlitzen schon mal eine gute Verbesserung bringen würde. Wird. Nicht würde, sondern wird. Und dann je nachdem gibt es ja noch so ein externes Mikrofon, habe ich gesehen. Kostet, glaube ich, weiß nicht, 10 oder 15 Euro. Leider kann man da keine eigenen Mikrofone dran machen, sondern das ist einfach fest. Ja. Und wenn ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, werde ich mir wahrscheinlich so ein Ding zulegen und mal schauen, wie die Tonqualität ist, ob sie dann besser ist. Aber ich hoffe mal, ne? Weil das, was ich bisher gehört habe, war nicht so berauschend. Eigentlich nur gedacht, dass ich mal filmen kann, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder sonstige Sachen mache. Weil normalerweise bin ich immer sehr gehindert, wenn ich da diesen Camcorder in der Hand halte und kann auch nicht so richtig mit ihm spielen. Und so wäre es vielleicht praktischer. Mal schauen. Jetzt ist es auch schon ziemlich dunkel. Also mit dem Auge erkennt man noch. Ich guck mal hier auf dem Bildschirm, was ihr sehen könnt. Dann machen wir hier die Helligkeit. Oh, die ist schon hoch. Also mit dem Auge kann man die einzelnen Holzbalken dahinter dem Baum noch gut sehen. Also gut, man muss schon genau hingucken, ne? Aber man sieht sie noch gut. Hier sieht man einmal diesen großen Haufen, danach kommen ja immer weitere Balken, nenne ich sie mal. Die verschwimmen ein bisschen, soweit ich das sehe auf dem Display. Die kann man aber in echt natürlich gut noch unterscheiden und sehen. Da hinten ist dieses orangene Haus. Kann man noch gut erkennen. Die einzelnen Latten kann man da nicht mehr sehen, aber man kann das Haus noch sehen. Ja, Häuser. Eigentlich bin ich überrascht, dass sie doch noch so viel Licht mitnimmt. Hätte gedacht, das wäre jetzt schlimmer. Aber hier unten merkt man dann schon, mein Hund verschwimmt mit dem Gras. Der ist dann nicht mehr aufzufinden.